Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Föderation aus 7 Emiraten, die im Osten der arabischen Halbinsel liegen. Es leben über 9,2 Millionen Menschen in den VAE. Der Islam ist die offizielle Religion und Arabisch die Amtssprache. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emiraten ist Abu Dhabi. Jedoch ist sie mit 1,5 Millionen Einwohnern nicht die größte Stadt. Vermutlich interessierst du dich für das Auswandern nach Dubai, da Dubai die bekannteste, größte und wirtschaftlich wichtigste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Mit 14 Millionen ausländischen Touristen pro Jahr zählt Dubai zu den meistbesuchtesten Städten der Erde. Die Touristen lassen jedes Jahr 31 Milliarden US-Dollar in der Stadt liegen, was die höchsten Touristeneinnahmen aller Städte weltweit darstellt. Das Land versucht mit allen Mitteln, die starke wirtschaftliche Abhängigkeit vom Export von natürlichen Ressourcen wie Erdöl abzubauen. Deshalb wird viel Geld in andere Industriezweige investiert, was wiederum Türen öffnet und Chancen für Auswanderer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich mit sich bringt. Ein weiterer Vorteil ist das Steuersystem, das natürlich neben anderen Faktoren dazu beiträgt, dass die Stadt bereits seit Jahrzehnten ununterbrochen wächst. Im Verlauf des Videos schauen wir uns noch einen Bericht von Daniel Garofoli an, der mit nur ein paar hundert Euro in der Tasche nach Dubai ausgewandert ist und heute im höchsten Gebäude der Erde lebt. Es bestehen viele falsche Gerüchte über Dubai, die ich in diesem Video aufzuklären versuche. Herzlichen Dank Rianf und Pia Dahlhof für den Videovorschlag. Seit 2016 ist die Zahl der Auswanderer aus Deutschland astronomisch gestiegen, weshalb dieses Video zur Auswanderungsserie gehört, in welche ich auf das Auswandern in die USA, nach Australien, Kanada, Südamerika, Schweiz, Russland, Türkei, Österreich, Norwegen, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Bulgarien, Japan, Südkorea, Ungarn, Deutschland, China, Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate, Schweden, Luxemburg, Island und Südafrika eingehe. Zu jedem dieser Gebiete habe ich ein einzelnes Video erstellt, in der Beschreibung ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Doch zurück zu Dubai. Was sind genau die Vorteile einer Auswanderung nach Dubai, welche Vor- und Nachteile bestehen und wie ist bei einer Auswanderung vorzugehen? Im Jahre 2018 sind offiziell 1048 Deutsche in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Damit besetzt die arabische Nation den 23. Rang der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, hinter Norwegen und vor Neuseeland. Beginnen wir mit den größten Vorteilen eines Auswanderns nach Dubai. Auswanderer nach Dubai nehmen die Geschäftstüchtigkeit als einer der größten Vorteile wahr. Da viele Arbeitsmigranten aus aller Welt nach Dubai gekommen sind, herrscht in Dubai eine Ausländerquote von fast 90%. Dies führt dazu, dass du als Auswanderer vermutlich einen deutlich vielfältigeren und vor allem internationaleren Freundeskreis erhalten wirst. Die meisten Einwanderer stammen aus Ländern in Südasien, aber auch Leute aus dem europäischen und amerikanischen Kontinent sind in Dubai aufzufinden. Dadurch bildete sich eine große Gemeinschaft ausländischer Arbeitskräfte. Ein weiterer Vorteil sind die nicht vorhandenen Einkommenssteuern. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der Vizepräsident von den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagte, dass sein Land niemals eine Einkommenssteuer erheben werde. Es gibt aber Steuern auf Immobilien, 5% zusätzlich den Mietkosten und 4% beim Kauf einer Immobilie, und eine Touristensteuer, die sich auf 10% bei Hotelzimmern und Aktivitäten beläuft. Auch die Steuer auf Alkohol ist enorm hoch. Sie beläuft sich auf 30%, wenn man Alkohol konsumiert und 50%, wenn man Alkohol in das Land importiert. Für mich tönt das nach einem sehr fortschrittlichen Steuersystem. Deutschland könnte sich ruhig eine Scheibe von dieser Steuerpolitik abschneiden. Was von vielen Auswanderern als Vorteil angesehen wird, ist, dass es in diesem Land kein Asylsystem gibt. Jeder, der nach Dubai ziehen möchte, benötigt, egal woher er kommt, einen Job. Die Vereinigten Arabischen Emiraten heißen also nur die Menschen willkommen, die sich bei der Wohlfahrt des Staats beteiligen. Deshalb ist die Kriminalitätsrate so tief und deshalb sieht man auch fast keine Obdachlose auf den Straßen. Das Wetter kann als Vor- und als Nachteil interpretiert werden. Mit nur 21 Regentagen im Jahr ist das Wetter signifikant sonniger und trockener. In den Wintermonaten ist das sehr angenehm, aber im Sommer kann es schnell über 40 Grad Celsius werden. Leute sagen, dass in 8 Monaten vom Jahr das Wetter in Dubai perfekt, in den anderen 4 Monaten aber zu warm ist. Deshalb muss man sich bei den meisten Tankstellen nicht selber bedienen, sondern Angestellte tanken dein Auto auf, damit du nicht aus dem klimatisierten Straßenkreuzer aussteigen musst. Wie sieht das mit den kulturellen Unterschieden aus? In Dubai darf man mit Bikinis am Strand liegen, man darf Händchen halten und Paare dürfen sich auch küssen. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum sagte, dass er in Dubai eine Wohlfühloase für alle gebildete ausländische Arbeitskräfte schaffen möchte. Deshalb findet man in Dubai auch klassische westliche Unternehmen, die dich mehr wie zu Hause fühlen lassen. Tabuthemen gibt es in Dubai trotzdem. Beispielsweise ist es gesetzlich nicht erlaubt,
dass unverheiratete Paare zusammenleben. Dennoch tun dies viele Paare, aber gesetzlich gesehen ist es illegal. So gibt es viele weitere kleine Einschränkungen, die zwar gesetzlich verankert sind, in der Praxis aber nicht wirklich befolgt werden. Trotzdem solltest du dich, bevor du nach Dubai auswanderst, genauer über gesetzliche Restriktionen informieren. Auch steht Dubai, vermutlich nicht ohne Grund, in der Kritik, die finanzielle Not vor allem von einfachen Bauarbeitern auszunutzen. Ebenfalls ist Dubai ein Knotenpunkt vom internationalen Menschenhandel und auch die Korruption konnte in den Emiraten noch nicht so erfolgreich bekämpft werden. Auch in Sachen Bildung haben die Vereinigten Arabischen Emirate noch einiges aufzuholen. Die öffentliche Schule liegt im PISA-Vergleich des Jahres 2015 nur an 50. Stelle von insgesamt 73 teilnehmenden Nationen. Die meisten Familien schicken ihre Kinder auf Privatschulen, die einige 10.000 Dollar im Jahr kosten. Dort kann eine deutlich bessere Bildung genossen werden. Auch die in Dubai vorhandene Konsumgesellschaft kann als Nachteil aufgefasst werden. Die als künstlich und steril wahrgenommene Atmosphäre in Dubai wird ebenfalls als Nachteil beschrieben. Dubai ist eine Stadt, die in der Wüste erbaut wurde. Leider gibt es keine Wälder und keine grünen Landschaften, wie wir sie bei uns kennen, was vor allem den naturliebenden Auswanderern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich ein Dorn im Auge sein wird. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Wer in Frankfurt mit 2.000 Euro monatlich über die Runden kommt, der benötigt für denselben Lebensstandard in Dubai 2.200 Euro monatlich. Das bedeutet, dass das Leben in Dubai etwa 10% teurer ist als das Leben in Frankfurt. Interessant ist, dass in Dubai monatliche Kosten fast immer pro Jahr bezahlt werden. Die Miete wird also jährlich im Voraus statt monatlich gezahlt. Eine gut gelegene Wohnung, also 10 Minuten von der Innenstadt und 20 Minuten vom Flughafen entfernt, mit 80 Quadratmetern und 1,5 Zimmern, kostet pro Jahr um die 27.000 Euro mit allen Nebenkosten, also etwa 2.250 Euro monatlich. Doch schauen wir, wie das Auswandern bei Daniel Garofoli ausgesehen hat. Er ist vor 5 Jahren mit wenig Geld nach Dubai ausgewandert, verkauft jetzt Luxusimmobilien und sieht das Land der Vereinigten Arabischen Emiraten als neues Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich bin vor 5 Jahren mit ein paar hundert Euro in der Tasche nach Dubai gezogen und habe mir mit meiner Freundin ein 20 Quadratmeter Zimmer in der Wohnung von Freunden geteilt. Jetzt wohnen wir im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, und verdienen mehrere hunderttausend Euro im Jahr. Gerade sitze ich auf einer Bank am Strand, es sind 27 Grad und ich schaue aufs Meer. Mit 16 Jahren habe ich meinen Realabschluss gemacht und dann eine Ausbildung zum Automobilkaufmann in Karlsruhe. Danach jobbte ich bei Mercedes und absolvierte meinen Zivildienst. Ich musste mich dabei um einen 35 Jahre alten Mann kümmern, der vom Hals abwärts gelähmt war. Damals wurde mir bewusst, dass ein Unfall ein Leben von einem auf den anderen Tag verändern kann. Und ich habe entschieden, dass ich nie wieder einen Job des Geldes wegen annehmen werde. Ich wollte meine Zeit nicht in einem Büro verschwenden. Ich arbeitete erst einmal als Barkeeper und später als DJ, weil ich damit mehr Geld verdiente als mit dem Mixen von Cocktails und meine Begeisterung für Hausmusik immer größer wurde. Auf dem Abendgymnasium holte ich mein Abi nach und studierte danach an einer privaten Uni Wirtschaft. Das Auflegen lief inzwischen richtig gut und ich wurde weltweit gebucht, war in 30 Ländern unterwegs und kam vor 12 Jahren das erste Mal nach Dubai. Ich habe mich sofort in die Stadt verliebt. Dubai ist international, alles super organisiert, die Menschen sind freundlich. Alle haben hier große Pläne, wollen Geschäfte machen, Geld verdienen. Das hat mich begeistert. In dieser Zeit lernte ich meine Frau kennen. Vor 5 Jahren entschlossen wir uns, Deutschland aufzugeben und nach Dubai zu ziehen, weil es meiner Freundin dort auch gut gefiel. Sie fand schnell einen Job als Assistentin für eine Investmentfirma, weil sie viele Sprachen spricht. Und ein Freund brachte mich auf die Idee, Immobilienmakler zu werden. Ich wollte ohnehin mit dem Auflegen aufhören, weil ich mich mit Anfang 30 zu alt dafür fühlte. Ich hatte keine Ahnung von Immobilien, aber ein Versuch war es wert. Ich bewarb mich bei verschiedenen Maklern, aber alle sagten mir ab, weil ich keine Erfahrung hatte. Auf einem Flug sah ich dann eine US-Serie über Immobilienmakler in ihren 30ern in New York. Damals dachte ich mir, ich will genauso sein wie diese Jungs. Ich probierte es weiter und landete bei einer pakistanischen Immobilienfirma. Wir schlugen uns da alle irgendwie durch. Mittags aßen wir zusammen aus einer großen Schüssel Reis und Chicken Biryani. Am Anfang bin ich oft gescheitert. Deals, in die ich viel Zeit gesteckt hatte, platzten wieder. Doch ich merkte schnell, dass man als Immobilienmakler nur Erfolg hat, wenn man viel über die Gebäude, die Bauweisen und die Gegend weiß und ein gutes Netzwerk hat. Ich nahm also zu vielen Leuten und Unternehmen Kontakt auf, sprach die Menschen offensiv an und hatte Erfolg. Ich bekam einen Job bei einer von Dubais exklusivsten Immobilienfirmen. Ich machte eine offizielle Lizenz zum Immobilienmakler und lernte viele Regeln und Gesetze des Marktes. Über meine Kontakte bin ich schließlich auch an die Wohnung im Burj Khalifa gekommen. Wir wohnen hier auf 110 Quadratmetern im 50. Stock und zahlen 4.000 Euro Miete. Das ist schon viel, aber wir verdienen gut. Wir müssen keine Einkommenssteuer zahlen. In Dubai ist alles XXL. Stadien, Beachclubs, Einkaufszentren werden an jeder Ecke gebaut. Es herrscht eine Aufbruchstimmung. Für mich sind die Vereinigten Arabischen Emirate das neue Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Menschen machen hier die Dinge einfach möglich.
In Deutschland versucht jeder nur, das Haar in der Suppe zu finden. Aber dafür arbeitet jeder auch ziemlich viel. Auch ich arbeite bis zu 16 Stunden am Tag, mindestens an 6 Tagen die Woche, meistens aber jeden Tag. Natürlich leben wir hier auch nicht in einem demokratischen Land, sondern in einem Königreich. Es gibt viele Regeln, an die wir uns halten müssen. Und wenn wir es nicht tun, drohen drakonische Strafen. Wir müssen etwa ganz genau darauf achten, dass wir uns in der Öffentlichkeit nicht betrinken. Bei Alkohol gibt es hier null Toleranz. Wer betrunken am Steuer erwischt wird, muss eine hohe Geldstrafe zahlen oder sogar ins Gefängnis. Außerdem ist die Regierung sehr streng, was Krankheiten anbelangt. Wer eine lebensbedrohliche oder ansteckende Krankheit hat, kommt nicht ins Land. Und wer sich hier ansteckt, muss sich in seinem Heimatland behandeln lassen. Nur wer einen Gesundheitscheck besteht, bekommt eine Arbeitsgenehmigung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn Ramadan ist, sollte man nicht in der Öffentlichkeit essen oder trinken. Vor einigen Jahren durfte man nicht einmal mit einer Wasserflasche auf der Straße herumlaufen oder Kaugummi kauen. Aber inzwischen ist es etwas lockerer geworden. Restaurants haben geöffnet und Nicht-Muslime dürfen einkehren. Allerdings sind die Scheiben zugehangen, damit Muslime uns nicht beim Essen zusehen müssen. Viele Deutsche denken, dass die Frauen hier weniger Rechte als die Männer haben. Ich kann nur für meine Freundin sprechen, die sich hier sehr wohl fühlt. Sie muss nicht extra lange Kleidung anziehen oder sich irgendwie bedecken, sondern kann normal in Shorts herumlaufen. Ich würde sogar sagen, die Verschleierung ist hier so etwas wie das Dirndl in Deutschland. Viele Frauen verschleiern sich aus traditionellen Gründen. Wenn ich mal Freizeit habe, verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Freundin. Oder wir machen etwas mit Freunden. Wir haben eine kleine Expat-Community gefunden. Unsere Freunde kommen aus Frankreich, Kanada, Spanien, Indien und aus dem Libanon. Wir laden uns gegenseitig ein und gehen nur selten aus. Alkohol ist sehr teuer hier. Für ein Bier zahlt man ungefähr 15 Euro. Nach Deutschland fliegen wir ein bis zweimal im Jahr. Zurück in die Heimat möchte ich aber nicht. Ich möchte mal gerne eine Immobilie kaufen und darin mit meiner Freundin wohnen. Was für ein toller Bericht von Daniel. Eine wahre Erfolgsgeschichte. Doch wie sieht das grobe Vorgehen einer Auswanderung nach Dubai aus? Ein Touristenvisum wird direkt nach Einreise in die VAE ausgestellt. Dieses ist für 90 Tage gültig. Es wird lediglich ein gültiger Reisepass benötigt, arbeiten darf man in dieser Zeit nicht. Wie erwähnt, darf man nur nach Dubai ziehen, wenn man eine Arbeitsstelle besetzt. Dafür ist entweder eine Einladung eines Privatunternehmens notwendig oder man stellt sich selbst an. In diesem Fall muss man aber alle Gebühren, die mit dem Gründen eines eigenen Unternehmens anfallen, für ein Jahr im Voraus bezahlen. Falls man die Arbeitsstelle verliert, darf man sich nicht mehr im Land aufhalten. Falls du in die Vereinigten Arabischen Emiraten auswandern möchtest oder sogar schon ausgewandert bist, dann freue ich mich explizit auf deine Erfahrung zu diesem Thema. Schreibe doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video einige interessante Denkanstöße zum Auswandern in die VAE geben konnte. In der verlinkten Wiedergabeliste sind Videos zum Auswandern in andere Länder aufzufinden. Und vergiss nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um jede Woche Videos zu interessanten und informativen Themen zu erhalten.